Willkommen zurück zu Let's Play Darksiders. Im letzten Video wurde uns Zugang zu den Schlangenlöchern gewährt. Alle Vulkan-Positionen, die wir jemals gefunden haben, werden hier jetzt auf der Karte aufgelistet und wir können sofort dahin reisen. Ist das nicht super? Das ist super. Gehen wir als erstes zum glühenden Galgenturm. Nämlich dort, wo wir Samael das Herz übergeben. Ja, das sind hier diese Schlangenlöcher. Der Weg baut sich immer vor uns auf. Ist irgendwie ziemlich lustig gemacht. Und je nachdem, wie weit weg die Position von einem ist, desto weiter ist auch der Weg dann. In den Schlangenlöchern. So, hier müssen wir rein. Und sind beim Galgenturm. So, nun werde ich erstmal hier hoch. Der Zerstörer wird gar nicht erfreut sein. Ah, wir gehen direkt dahin. Hallo Samael. Kann ich mich darauf verlassen, dass sie gelitten hat? Nicht annähernd genug. Wundervoll. Der zweite Wächter, die Quälerin, nutzt die Tunnel unter diesem Ort. Aber zuerst stößt man auf ein Hindernis, das beseitigt werden muss. Oh, okay. Ultar, einer der Alten. Davon hast du vorher nichts gesagt. Änderst du bereits das Abkommen, Samael? Sei still, Abschaum. Bams, das hat er verdient. Ich mache mein Geschäft mit dem Reiter. Ultan ist kein Verbündeter des Zerstörers. Aber du wirst die Quälerin nicht finden, ohne dich dem schwarzen Hammer zu stellen. Und das erfordert Kraft, die du nicht hast. Ha, noch nicht. Und was schlägst du vor? Was zur Hölle glaubst du, was du da machst, Samael? Sag ihm, Beobachter, wie du die wahre Macht des Reiters unterdrückst, um ihn an der Leine des Rates zu halten. Krieg, vernichte diesen Parasiten. Das würde ich nur zu gerne. Schaut mich nur böse an, dann wird der Rat euch vernichten, euch beide. Ich werde beschützt. Hier jedoch nicht. Du bist Krieg, Reiter des Roten Rosses. Keine Marionette an den Fäden dieser armseligen Kreatur. Aber deine Marionette soll ich sein? Krieg, ich werde dich leiden lassen. Konzentriere deinen Zaun. Große Erregung erfasst dich und brennt darauf, auszubrechen. Du musst sie freilassen oder du bleibst eine Marionette. Oh mein Gott. Du bist wiedergeboren. Oh Mann. Was war das? Der Reiter ist gebrochen, aber es steckt noch viel Macht in ihm. Einen Moment lang sah ich einen, der sich allein gegen die Armee des Zerstörers stellen könnte. Mich? Tja, Kriegszorn scheint unterdrückt zu sein. Samael haut ab. Chaosgestalt. Lassen Sie Krieg vorübergehend seine Chaosgestalt annehmen, damit er seine Feinde dezimieren kann. Drücken Sie V, um die Chaosgestalt zu entfesseln. Joa, die kennen wir schon aus dem Prolog quasi. Die Chaosgestalt. Ziemlich stark. Und wir haben auch gleich erfahren, wer die nächste Auserwählte ist. Und zwar die Quälerin. Aber um die siegen zu können oder zu ihr zu gelangen überhaupt, müssen wir wieder zahlreiche Aufgaben bestehen. Als nächstes Ultan den schwarzen Hammer treffen, einer der Alten. Zu den Alten zählen übrigens auch die vier Reiter der Apokalypse. Aber ich werde jetzt erstmal dieses Ding da hinten aktivieren. Ach, das kann ich von hier aus nicht. Denn jetzt haben wir ja die Möglichkeit dazu. Ah, wieso funktioniert das gerade nicht? Stirb, Tommy! Geht doch. So. Aktivieren wir das kurz. Bams. Dong. Und ein neuer Bereich wird freigespielt. Da vorne haben wir eine Truhe. Das wird wahrscheinlich ein Teil der Abgrundrüstung sein.
Yep. Das wäre demnach Teil 2. So, wo gab es noch diese roten Kristalle? Muss ich gerade mal überlegen. Ah, und wie wir jetzt schon merken, sind diese Gegner, die wir am Anfang kennengelernt haben, jetzt schon wesentlich schwächer. Einfach dadurch, dass Krieg jetzt wesentlich mehr Power hat. Wo ist da noch was gekommen? Wo, 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 wo? So, da vorne haben wir das auch nochmal. Wollen wir mal gucken, was hier hinter ist? Ach, hier müssen wir sogar hin. Okay. Weg mit dir. Gut, dann machen wir das nochmal eben. Und wieder eine Art Verbindungstunnel. Jetzt gucke ich mal eben kurz auf die Karte. Hier müssen wir also hin. Und Ultan finden. Das ist dieser Verbindungstunnel. Ich denke, den sollten wir in dem Video noch schaffen. Können wir da oben hin? Scheint nicht der Fall zu sein. Aber da oben ist auch wieder so ein orangenes Kreisdings. Das sollten wir uns auf jeden Fall merken, denn damit können wir später auch agieren. Oh Gott, mit blauen Flammen. Das ist quasi die stärkere Version des Halten. Da haben wir ihn ein bisschen geärgert. Wie wäre es mit dem Blockgegenangriff? Das hat leider nicht funktioniert. Autsch. Das aber. Explodiert er jetzt? Autsch. Okay, das ist eine neue Fähigkeit. Da kommen auch neue Viecher. Autsch. Okay, wir können den Angriff widerstehen, wenn wir einfach nur blocken. Einmal die Sense bitte. Mitnehmen. Verdammt nochmal, jetzt stirbt doch endlich. Das kann doch nicht so schwierig sein. Stirbt er jetzt? Yep, das war's. Der gibt... Wow, der gibt ordentlich Seelen. Also wie gesagt, einige Kreaturen bekommen eine stärkere Version. Darunter zählt auch dieser Zombie. Yay, Chaoswasser-Stufenaufstieg. Noch stärker. Sehr schön. Jetzt haben wir hier schon beide Stufen voll. Fehlen nur noch zwei und jetzt glüht er mehr. Also er würde ohne Waffenverbesserung glühen, aber wir haben die ja jetzt drin. Da unten ist ein Rollator, ein Ventilator. Ja. Geht's hier weiter? Wir müssen wohl darüber. Und hier hin. Nehme ich an. Oh, wieder Patronen. Hab nichts Besseres zu tun, als hier rumzugammeln. Was passiert denn, wenn wir diesen Hebel drücken? Wird der Rollator da auch in Gang gesetzt? Ja, bitte. Zumindest ein bisschen. Das sollte reichen, um da rüber zu kommen. Mensch, das Ding ist aber ganz schön eingerostet.
Da vorne ist schon wieder ein Dämon. Und Absprung. Autsch, das hat wehgetan. Aber ich fühle mich doch jetzt schon mit 3 Lebenssäulen wesentlich sicherer. Noch ein paar Gegner, wirklich. Oh nö. Warum denn du? Autsch. Komm, schlag. Los. Ja, mach schon. Ich warte nicht ewig. Und das war's. Der scheint auch nicht zu explodieren irgendwie. So, hier mache ich jetzt erstmal Stopp. Und im nächsten Video begeben wir uns ins nächste Gebiet von Darksiders.